Was sie feststellen, das war damals echt alles in die Wälder geschlagen, mit der Hand. Und dann, boah, was hab ich das noch rutschig, ja. Und dann sind die erst einmal komplett ausbetoniert worden. Bis zur Kriegszeit, gell? Mhm. Genau. Da war Trinkwasserversorgung, Acqua non portabile. Gehen wir hin. Nein. Wir gehen auf. Bunkersuche. Eigentlich haben wir das ja schon gefunden. Und sein tut es, dass der Riegel da oben befestigt ist, komplett. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt schauen wir uns das einmal an. Ob wir da hinkommen? Ja. Ich sehe dich kaum mit deinem Tarnzeug. Nein, es fällt echt nicht auf. Nein. Perfekt zu grün. Ja. Boah, das Tolle ist ja an dieser ganzen Anlage ist, dass die entweder so versteckt sind, dass man Seil braucht, etc. Entweder so offensichtlich da sind, dass ein Mineral drüber fährt und ein Batschen hat für irgendein Abluftreal. Oder so blöd neben der Straße sind, dass noch einen Lastwagen zusammenfährt. Also, ja, das ist irgendwie so. Aber mei, sehen wir nicht. Ja. Also das Wasser, was ihr da seht, ist voll krass, weil wo du die Wicke jetzt so die Hände wascht, da geht es da euch in die Anlage. Das Video haben wir schon. Und drinnen ist der Bunker aufgeschlagen. Ein Quellen. Und da rinnt es aus und da ist es gefasst worden. Also echt krass. Wundert mich, weil wenn da drin ein totes Viech liegt, dann weiß das Wasser auch nicht trinken. Daumen nach oben, wenn den Kommentar gefallen hat. Daumen nach unten für die was jetzt was getrunken haben. Hm, kann sein, gell? Ganz schön ausgesetzt da. Und da kriegt man echt krasse Platz vorbei. Wie in der Brücke da, wo man sich nicht sicher ist, ob sie hält oder nicht. Irgendwie hält es dann echt. Crazy. Oder? Gehen wir weiter. So, irgendwas haben wir entdeckt, das ist da hinten. So, ist dann, wir schauen, dass wir da rumgekommen. Geht's denn mit der Lampe in der Hand? Ja. Das ist echt eine krasse Anlage. So ein richtig geiles Teil da. Wow. Ah, das ist der Weg da oben. Ja. Man geht schon um, ja. Krass. Ich glaube schon, dass die das mal unten gesehen haben. Aber das wäre schon der Verbindungsgang sein. Ja, weil das war schon schon gesehen. Ja, aber das geht da rein. Ich bleib da. Wirklich, bleib da mal da. Außenposten. Schauen wir das mal über, wie es da ausschaut. Was? Den ersten sieht man selten, ja. Wow! Ja, das glaube ich ist er schon. Krass, das sieht man bis auf die Straße. Wachs, ja. Das ist aber, das ist nicht. Einer fällt noch von unten. Ja. So. Wer kreit da daher? Der
irgendwas überblieben von der Grundversorgung. Ja. Erzähl mal, was hast du? Money. Krass. Echt krass, ja. Liegen ein paar Teile um. Was ist das? Stromversorgung, ja. Da steht was. Aber Edel ist das nicht, keine Ahnung. Schaut aus wie so ein Uhr. Ja gut, das heißt, wir suchen wir weiter. Wir suchen 2, 3, 5, 2 Kuchen und schauen wir. Passt. Da sind wir. Ja. Ich weiß mir eigentlich voll nur egal, was man da anhört. Das ist eigentlich ein bisschen nicht einig, aber meine Augen sind nicht so schlecht. Deine Wicke haben gefunden. Die haben gefunden. Das ist so krass. Das ist öffnen. Another day, another place. Bei uns geht's schon wieder los. Wir haben da so eine Regenpause gekriegt und noch mittlerweile einen Kaffee getrunken. Und von den Einheimischen erfragt, dass sich da herinnen in dem Bereich eine riesige Anlage befindet vom Vallo Alpino. Und die, was da super tarnt ist, das Krasse am Vallo Alpino ist, dass der teilweise so eine Art Stadel oder so Häuser als Schutz hat zum Eingang und sie tarnt hat, so war das eigentlich damals schon recht wirklich kämpft da hübsch. Recht, wie soll ich sagen, unerkennbar im Gelände und so. Genau, das ist jetzt sau dunkel da durch den großen Wald rauf. Bisschen lang von den Bahnkörper. Da vorne wird es schon heller. Kommt der Mats Regenguss auf uns zu. Wir sind da in Ponteva. In der Gegend und ja, schauen jetzt da schnell auf, dass wir da reinkommen, weil der Regenguss kommt schon. Gut. So, das ist der Alpe Adria Radweg und wir sind da, hat er mir das Licht du? Ja. Genau, am Weg zu der Anlage. Was? Und wie ihr es da seht, da geht es da durch. Geht es da mit den Brennnesseln? Ja, wir haben ein bisschen Viehräder. Oh Gott, heißt, dass wir einen Eingang gefunden haben. Na, und. Zehn Spinnen. Ja, das ist typisch bei so Sachen, da sind immer ein paar Spinnen. Ja. Auf den Eingang und so. Genau, und durch sind wir. Und da seht ihr schon, das ist ein Mordseingangsbereich. Also richtig, richtig krass. Und der ist da tarnt mit so einem Gebäude voraus. Echt schräg. Gibst du noch? Nein. Es ist alles frei von Spinnen. Ja. Da geht es wie ein Friedhof, ja. Und die Anlage an sich ist jetzt. Kommst du mit? Nein. Kommst du mit? Nein, das ist ein ganzer Friedhof. Ja und? Ist ein kleiner gestorben da drin. Ja. Mädels haben da oft ein bisschen Angst. Gehen wir da ein paar Meter rein, dann bist du auch trocken. Und da seht ihr, ist das eigentlich komplett vorgemauert. Voll interessant, sogar Schwalbennest. Und da herinnen, der ist jetzt bemannt. Ah, bemannt sage ich, weil ausgestattet, wie ich versprochen habe. Da seht ihr, die Tiere, die werden heutzutage wahrscheinlich nichts standhalten. Und starten wir rein, oder? Mega. Kommst du mit? Ja. Okay. So, ich bin jetzt da drinnen und der ist echt krass ausgestattet. Der hat ewig viel noch drinnen. Und auch ist beschriftet und so. WC-Anlagen. Sogar Schammel ist noch drin. Wartest du vorne draußen? Ja. Bist du halbwegs trocken für dich? Ja. So, seht ihr die Wicke? Genau, die Tiere sind nicht wirklich hoch, weil die Wicke ist 1,65 und 16. Also ist alles relativ klar. Und da sind die WC-Anlagen.
Genau. Gut, dann gehen wir mal, oder? Also Sie wissen, das war damals echt alles in die Wälder gestanden mit der Hand. Und dann, boah, pass auf, das ist ein Rutschig, gell? Und dann sind die erst einmal komplett ausbetoniert worden. Bis zur Kriegszeit, gell? Und dann waren die bis 1995 aktiv. So bis Jugoslawienkrieg. Sicher, wenn ich noch. Hell ist das mit den Lampen, alles oben und so. Und wie heißen die Stalaktiten? Diese Kaltkorblagerungen. Wieder ein paar. Sind die Teile, was da sind? Wie das da? So Plastikteile von die. Von die. Genau. Genau. Da war Trinkwasserversorgung. Aqua non portabile. Was gehen die noch? Ja, klar. Das sind da. Da hat man Trinkwasser gesammelt. Schrift mir, dass man auch Trinkwasser braucht, Wasser gesammelt, dass man das gehabt hat. Und das war, genau, und das war Druckluftieren von Bunker, von U-Boote. Echt ganz krass. Ja, für meine Sicht, das müssen wir überbelichten. Magst du die Lampe nehmen? So ein bisschen leichten. Auf welcher Stufe sind wir denn? Sind wir nicht, auf, nicht das 2 so schön? Leicht bei der Lampe sein. Also, das nehme ich. Genau. Ein bisschen kleiner. Und da oben seht ihr die Abwechslung von der Luft. Bei den alten ganzen alten Schaltkreisen und so. Und so ein Thermostatfühler und so. Jetzt hat er das tot. Nein, das Bizarre an der Anlage ist halt, dass die bis aber so dazu gestopselt worden sind. Da ein bisschen und da ein bisschen. Und da sind sie beschrieben. Ausgang. Komplett aus dem Munitionslager. Gehen wir euch oder gehen wir um? Gehen wir um. Da liegt alles Plastik am Boden, die haben knirscht da so. Genau. Eine riesige Anlage einfach. Und eine extrem hohe Luftfeucht hat es natürlich da drin. Ich kann nicht starren. Ah, und wenn, dann ist das sowas von starr. Ja, weil so viel Luft feucht. Es tropft halt überall von der Decke, aber nicht, weil da so Party gefeiert wird, sondern weil einfach die Luftfeucht im Sommer so hoch ist. Da hat man damals nicht viel Schriften gehabt. Und der Umluft, weil die war bis 95 aktiv. Das heißt, damals hat man schon relativ gute Umlaufgeschichten gehabt. Genau. Das sind die Maschinengewehranteile. Ein bisschen hell, so sieht man es besser. Und da sieht man eigentlich so ein Panzertier. Will ich noch gehen? Was? Richtig krass. Ne? Ja, so schön, ja, genau. Gehen wir, oder? Wir stehen uns noch super beieinander. Es gibt aber ein paar Anlagen mit so Linksführung, gell? Haben wir ja schon gehabt mit so Führung, dass er offizielle Führung ist. Ja, ja, also da gibt es einige. So gewisse Job und so. Machen so echt Zukunftsführung mit Weinverkostung. Immer mit Weinverkostung und Musik und so, und das ist ganz cool. Da muss ich natürlich probieren, dass wir durchlaufen, dass es mit der Hand rausgeschlagen worden. Rauskommen, Achtung, Gäbel weg, geht der noch zum Dran. Fühlt mal hier, dass ich überall Licht habe. Gäbel zurück. Gäbel zurück, Gäbel zurück. Ja.
dreckig. Was das war? Dass man drin die Luft wegbringt, wenn geschossen worden war, dann hat man Gasmasken aufgehabt. Und dann hat man da die Luft weggebracht. Das ist überall, wo es da ausgeht. Schießschaufen. Weil Schießschaufen. So gehen wir jetzt mal raus. Gehen wir jetzt mal raus. Ja. Wenn man solche Ausgänge kämpft, dann kommt da extrem warme Luft. Also, oder es kann der Wind so gehen. Also ist man dann am richtigen Weg. Immer den Kopf aufschauen bei den Geschichten. Ich bin noch hart. Groß, gell? Ja. So schaut es da aus. Und da, wo man angesteckt, dass man schnaufen kann, hat die Ableitung aber jetzt gekurbelt. Ein riesiges Teil einfach, oder? Das war der eine Abgang, genau, ja. Achtung auf die Angst. Nein. Das ist der von der Straße wieder von. Da drin wirkt alles ein bisschen größer, wie es ist. Da braucht man gar nicht mehr hin, da kommt man jetzt aus. Da kommen wir jetzt aufhängen, ja genau, ja. So. Und es gibt sogar noch krassere Anlagen, da ist noch mehr drinnen. Vom Zweck. Genau, jetzt hast du ein bisschen eine Parole. Ja, sind wir voraus? Also da außen ist aus. Ja. Aber das war gut, ja. Läuft einmal zu mir her. Ein Band zu dir. Ein bisschen zurück, bitte. Zurück noch ein bisschen. Ja, stopp. Aber die geht, glaube ich, nicht mehr. So, altbekanntes. Ich muss nicht so einen Kopf einziehen. Da war aber die Umluft elektronisch gestellt. Dann gerade bei jetzt Regen, das ist aber schon eine coole Sache. Die Türen sind richtig steil. Voll.
Einer von den größten, was ich kenne, ist der am Kreuzbergpass. Der hat ewig lange einen Kilometer oder so. Klo? Ja. Italienisch? Ja, Italienisch. Gut. Dann schnell aus und durch den Regen euch, oder? Ja. Regenshübsch. Ja, so. Warte, ja. Ne? Ja. Ja, lang drum bleiben. Wir warten, weg kommt da nicht drauf, oder? Na. Was hast du? Komm gleich mit mir. Jetzt ist gerade alles nicht so gescheit, aber ist wurscht. Ich hab nicht gewarnt, dass so Sachen anfangen. So, jetzt starten wir. Jetzt da! Ja. Halt dich gescheit rein. Stützt dich mich gescheit einmal an wenigstens. Ich heb dich schon mit den Bergschuhen. Da? Ja. Anstützen gescheit jetzt an mir. Ich weiß nicht, dass ich da herfahre und um einen Schritt draußen komme, wenn ich Schwung habe. Hier muss man da jetzt. Oh, das war jetzt mein Hecht schon. Für die ganze Geschichte. Ich habe eigentlich ausgerüstet. So. Auto aufspannen und Eiche mit uns. An den Teppich einmal zurück. So, da, gut überlebt, oder? Ja. Linke ist auch von der Spinkfresse war. Gott sei Dank. Ja, ein paar Spinnen sind da schon im Eingangsbereich und so, ja. Was da zieht, mit den ganzen Viechern und so. Die Linke sind halt wie so ein Käfig. Das Ding da. Ja. Na, ist gut gegangen? Ja. War echt schon rein? Cool, ja. Ich hab gesagt, wenn das da jetzt aufpasst und dir was so gespart sind, da nicht reingehen, weil das glaube ich irgendwie verboten und so. Keine Ahnung, aber ich glaube schon. Ja. Und wenn wir im Finden schaut, so rein, wenn ihr raussucht. Ja. Genau. Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Wenn es mehr von so Videos wollt, können wir lernen und wollen wir mal Zeit wieder sowas machen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Genau, schreibt die Kommentare dazu, was ist da für Holz und so. Ja. Und genau. Es werden nur einige Folgen, wenn es kommt. Genau, weil wir wieder da sind und so. Es ist auch irgendwie, gehen wir halt dann auch ganz gerne ein bisschen die Trails auf das Kauten, also zu Fuß und so, weil es heute haben wir ja. Und schauen ist die Uhr und dann findest du auf das Anlagen zwischendrin und denkst, oh krass, das ist jetzt auf einmal. Ja, und dann schaust du rein und auf die Bergschuppen und so, dann geht es schon. Genau. Ja. Passt, ja. Gut, dann. Danke zum nächsten fürs Einschalten, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.